Vielleicht habt ihr es schon auf Twitter oder Facebook gelesen. Vielleicht habt ihr es über irgendeinen anderen Weg schon erfahren. Mir wurde in den letzten Tagen mein Smartphone entwendet. Ja. In einem feigen Angriff, ja, das kann man wirklich so sagen, in einem sehr feigen Angriff auf offener Straße am helllichten Tag von einem jugendlichen Mann mit einem Messer attackiert, uns dazu gezwungen, mein Smartphone auszuhändigen. Ja, das meiste, was ich gesehen habe, habe ich dann auch durch den Schock gleich wieder vergessen und ja, nun, ich lebe noch, mir geht's gut, wollte euch nur mal Bescheid sagen, mein Smartphone nicht mehr in meinem Besitz, die Polizei wurde eingeschaltet, die Passwörter wurden geändert, die SIM-Karte wurde gesperrt, das Handy wurde gesperrt, das Handy ist sozusagen dem Täter nicht mehr funktionsfähig. Ich habe hier als Übergangshandy ein Modell von meiner Schwester bekommen. Ja, als Übergangsmodell. Ja, Display ist ein bisschen zerkratzt und dreckig, ist halt eben nur ein Übergangsding. Ja, sollten auf Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, was weiß ich noch für Webseiten, irgendwelche seltsamen Tweets, Posts oder Nachrichten, Videos etc. auftauchen, die nicht von mir sind, wisst ihr Bescheid, was los ist. Passwörter sind eigentlich geändert, Handy ist gesperrt. Ja, dürfte eigentlich nicht sein, aber wer weiß. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich noch am Leben bin und dieses Video hier drehen und hochladen kann. Ja, es hätte praktisch mein letzter Tag sein können. Ja, so viel dazu. Wie es gucken ist dann doch etwas spaßiger. Aber dann hoffe ich, ich habe in diesem Bericht nicht großartig verschreckt. Ja, und das Leben geht weiter. The show must go on. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und ja, dann unter besseren Konditionen. Gehabt euch wohl. Habt noch ein angenehmen fürstlichen Tag trotz dessen und ja, haut rein.